So, ich zeige euch jetzt mal unser Haus, in dem wir wohnen. Hier ist der Eingang und da ist unser Haus. Das Zimmer hier hinten, da schläft mein Großer. Dann gibt es hier ein Wohnzimmer, wenn man reinkommt direkt. Und daneben ist mein Zimmer. Hier haben wir schöne Aloe Vera zu stehen. Falls wir mal Verletzungen haben, können wir uns gut pflegen und können uns helfen. Dort steht eine Kokospalme, die ist außerhalb, aber wir dürfen uns da bedienen. Wir haben extra gefragt. Ja, dann ist hier halt so ein kleiner, ja, Garten, wobei hier alles mit Platten, mit Steinen ausgelegt ist. Ich würde ja hier irgendwie was pflanzen, wenn ich sowas hätte. Hier ist der Wassertank, das heißt, wir haben immer warmes Wasser, da der draußen in der Sonne steht. Hier hinten ist die Küche, da gibt es auch nochmal eine Tür dazu. Ja, so sieht es von außen aus. Und jetzt gehe ich dann mit euch rein. Ah ja, Moment. Und hier seht ihr die Moschee. Da ist der Turm, das Minarett. Wir hören hier immer den Asan. Die Jungs sind gleich drüben zum Gebet, müssen nur hier vorne die Straße lang. Und dann sind sie in der Moschee. Also, das ist ganz toll. So, jetzt gehe ich mit euch mal rein. Also, hier ist alles immer mit Gittern gesichert wegen Einbrüchen und weil hier eben auch die Leute ja nicht direkt wohnen. So, also, das ist jetzt das Wohnzimmer. Ich muss mal kurz hinter mir die Tür zumachen, damit die Hitze draußen bleibt. So, hier haben wir Couch zum Sitzen. Ja, mehr gibt es hier nicht, keinen Tisch oder so. Großen Ventilator an der Decke. Und nochmal ein großer, der hier steht, den wir allerdings nie anhaben. Wenn wir hier um die Ecke gehen, dann ist mein Zimmer, hier schlafe ich. Und mein Jüngster schläft im Moment auch bei mir. Ich habe hier eine Klimaanlage und einen Ventilator drin. Und hier gibt es ein extra Badezimmer. Ja, das ist das große Problem in Malaysia oder in Asien überhaupt, dass die Sanitäranlagen hier sehr bedürftig sind, muss ich sagen. Alles ist meist sehr kaputt, nicht gerade sehr sauber. Das hier ist dann die Dusche. So sieht das hier aus. Und hier gibt es leider keine Intimdusche, wie das so in den meisten Hotels ist. Hier ist das halt nur mit einem einfachen Schlauch. Aber immerhin, also sowas gibt es halt immer. Weil eben auch in Malaysia man kein Toilettenpapier benutzt. So, dann gehen wir wieder hier ins Wohnzimmer. Und dann geht es hier rum zur Küche. Da haben wir die Küche mit dem Tisch. Wir haben zwei Kochplatten, wobei wir halt kaum kochen, bis jetzt gar nicht. Hier haben wir Waschbecken, wenigstens Wasser in der Küche, das hat man leider auch nicht überall. Wir haben einen Kühlschrank, sodass wir wenigstens ein bisschen was vorbereiten können. Und das ganz super Tolle ist, wir haben eine Waschmaschine. Und die ist sogar richtig toll sauber, weil die nämlich ganz neu ist. Das ist großes Glück, was wir haben. Dass es das hier gibt. Das spart uns nochmal eine Menge Geld, dass wir hier selber waschen können. Hier gibt es ein zweites Badezimmer, was dann die Jungs nutzen. Eben das gleiche, Toilette. Hier ist so eine Riesendusche. Das sehe ich jetzt erst, dass die so eine schöne große haben. Auch Waschbecken. Ja, so sieht das aus. Da oben kleine Fenster. Das ist das Badezimmer von den Jungs. Dann haben wir hier direkt daneben noch mal ein kleines Zimmer. Hätte ja vorher mal Licht anmachen sollen. Das gehört hier meinem Jüngsten. Allerdings gibt es hier nur einen Ventilator, keine Klimaanlage. Und deshalb schläft er bei mir, weil das ist einfach viel zu heiß, wenn man hier drin schlafen sollte. Da kommt man um und dadurch, dass das Zimmer auch so klein ist, staut sich da die Hitze. So,
Und dann habe ich hier nochmal ein Zimmer, wo ich jetzt nicht rein darf. Das hat dann nochmal mein Größter, der hat da auch nochmal sein eigenes Zimmer. Na komm raus, dann gehe ich rein. So, also dann darf ich doch mal kurz rein zeigen. Ist nochmal ein kleines Zimmer mit Bett, da schläft dann der Große. Der hat auch eine Klimaanlage und einen Ventilator. Und ja, das war's. Mehr haben wir nicht. Reicht ja auch. Und das Ganze haben wir halt hier gemietet für 300 Euro, was schon, ja, also eigentlich relativ teuer ist. Wobei man natürlich nach deutschen Verhältnissen geht, ist es günstig. Allerdings, es ist ja auch nichts drin. Also, ja, das ist Malaysia. Hier haben wir wenigstens unser eigenes. Wir können uns hier frei bewegen. Das ist schon ganz schön. Der Ausblick ist jetzt nicht so berauschend. Wir haben da drüben die Mauer, haben ein paar Palmen. Und es ist halt eine reine Wohngegend. Hier sind dann halt die ganzen Häuser. Und bis zur Straße ist es aber nicht weit. Also die Straße vorne, die an der Moschee vorbeigeht. Und dann gibt es da vorne auch Läden. Also wir sind nicht so weit weg vom Schuss. Das ist hier ganz schön. Ja, wie gesagt, hier sind ringsrum halt Häuser. Gestern hatten wir ein paar Katzen zu Besuch. Das war auch ganz hübsch. Den haben wir dann eine Dose Thunfisch gefüttert. Die sind hier aber, wie gesagt, leider sehr, sehr scheu. Ich weiß nicht, was man hier so mit Katzen macht. Hier nebenan ist nochmal das gleiche Haus wie unseres, nur spiegelverkehrt. Und das sind halt so Häuser, die vermietet werden. Homestay-Häuser. Da liegen Teppiche draußen. Und da wohnt aber gerade keiner. Das ist halt nicht vermietet. Ja, und da haben wir wieder ganz viele Palmen hier noch gegenüber. Und nachts kommen dann hier die ganzen Geräusche da drüben aus dem ganzen Grün. Da gibt es dann Grillengezirpe und das geht hier nachts richtig heftig los. Ist richtig laut. Tagsüber ist es relativ still. Hier fahren auch nicht so viele vorbei. Also es geht. Das ist ganz schön, dass wir hier mal ein bisschen Ruhe haben. Das hatten wir bis jetzt ja noch nicht. Sonst war das immer alles so laut, wo wir waren. Und insofern genießen wir das. Und wir überlegen halt, ob wir nicht eventuell sogar noch einen Monat hier ranhängen und 2 Monate hier bleiben. Mal schauen. Dann war es das mit unserer Roomtour heute. Und mal sehen, wenn wir irgendwas Besonderes in der Stadt machen, dann zeige ich euch auch mal wieder davon was.